Hallo und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video. Mein Name ist Roni und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Im heutigen Video geht es um ein Thema wieder angesprochen und in der Lobby hier. Ich bin einfach ein bisschen rumgefahren, seht ihr auch im Hintergrund und dann ist irgendwann Alexei gejoint, auf jeden Fall. Das fand ich sehr lustig, wie der dann mir gefolgt ist. War sehr lustig, weil werdet ihr schon sehen im Hintergrund. Also achtet auch ein bisschen auf Gameplay, war eigentlich recht lustig. Vor allem, wenn wir da geflogen sind danach, werdet ihr dann schon sehen. Aber heute geht es nicht ums Gameplay oder um irgendein Spiel, sondern heute geht um, ja, heute geht es einfach um ein Thema, was mich persönlich, ja, ein bisschen so sauer macht. Heute geht es nämlich um die Leute, also um Thema Obdachlos. Das ist natürlich ein Thema, was jeder anders sieht. Aber eine Sache müssen wir alle gleich sehen, beziehungsweise ist so. Müssen wir nicht alle gleich sehen, aber es ist so. Das ist ein Gesetz, das ist eine Regel, das gibt es hier in Deutschland und darum geht es mir im heutigen Video. Wie ihr vielleicht immer denkt, also ich rede jetzt von mir, ich rede nicht von euch, ich rede von mir aus. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, gibt kein Geld, die haben, also ich weiß, es gibt auf der Straße oft Leute mit Hunden, die dann halt so in Anführungszeichen tun, dass die halt irgendwie obdachlos sind. In Deutschland ist keiner obdachlos. Am Hauptbahnhof, es kann man gehen, kann man essen bei uns auf jeden Fall. Gibt es für Asylanten, gibt es für Obdachlose, halt für Leute, die nicht viel Geld haben. Gibt es einfach, ja, was zu essen. Zum anderen ist es so, meine Damen und Herren, in Deutschland ist einfach niemand obdachlos. Es ist einfach so, tatsächlich, dass die Mehrheit, die dann so, also die selber, die wollen selber auf der Straße leben. Es ist nicht so, dass die gezwungen werden. Hier kriegst du eine Wohnung gezahlt. Hier kriegst du so lange eine Wohnung gezahlt, bis du einen Job findest. Und dafür sind auch ganz viele Leute hier für Arbeiten, wie Arbeitsamt. Und ganz viele helfen dir, in dein Leben wieder gut reinzukommen. Deswegen ist in Deutschland einfach niemand obdachlos. Für Asylanten gibt es halt das Asylheim und das ist dafür extra gemacht, dass die auch die irgendwo runter oder unterkommen. Weil ich meine, wenn die in ihr Land Krieg haben, können die nichts dafür. Und da habe ich schon auch definitiv Mitleid. Gibt es natürlich auch wieder Leute, die dann hier Scheiße bauen hier und nur hier irgendwelche Sachen machen, die hier in Deutschland normalerweise nicht erlaubt sind. Aber gut. Dass jeder Mensch ist nicht gleich und das hat dann auch nichts mit irgendwelchen Ländern zu tun. Ich bin selber Albaner und bin aber hier geboren und habe auch hier einen deutschen Pass. Das und da sage ich nochmal. Das war aber letztens im FAQ-Video, habe ich schon erwähnt. Ja, mich interessiert mal eure Meinung. Also in Deutschland ist keiner obdachlos. Es ist meistens so, dass die Leute, so wie ich das immer sehe, also was ich nicht verstehe, ist diese Leute, die dann halt zum Beispiel da bei der Sparkasse, das ist da, also da meine Bank da halt, wo ich mal mein Geld auszahlen gehe und so. Und genau vor der Tür, ich weiß nicht warum, das dürfen die normalerweise nicht. Na gut, wenn jemand die Polizei rufen würde, müsste er weg. Genau da, weil er denkt so, oh, Leute zahlen jetzt immer Geld aus und dann geben die mir Geld. Aber Hauptsache, der hat zwei Hunde und da denke ich mir so, gut, wenn der zwei Hunde Ernährung geben kann, Pflege und die ganzen Kram, dann wird der wohl nicht arm sein. Ich meine, woher? Woher hat er das Geld, ne? Und das ist immer so eine Sache, die ich mich immer frage. Diesen Leuten gebe ich allerdings kein Geld, weil ich finde, wenn die zwei, drei Hunde, aber mir tun immer die Hunde leid. Deswegen gebe ich immer, also die Hunde sehen dann immer so schlapp aus und die tun mir dann immer so leid, die gucken immer so traurig und ich bin sehr tierlieb. Deswegen gebe ich dann meistens trotzdem Geld, auch wenn ich dann mir so denke, der kann nicht arm sein, weil der hat einfach zwei Hunde und irgendwie, ne, dann so eine Schüssel da zum Geld geben und dann denke ich mir halt, tja, irgendwas läuft da schief. Und das ist halt so ein Thema, was einfach man diskutieren kann, aber in Deutschland ist keiner obdachlos. Das gibt's nicht. Wenn du hier kein Geld hast oder keine Arbeit und das nicht finanzieren kannst und dafür auf die Straße musst, kannst du dann das alles regeln. Das ist hier Deutschland, das ist das Gute an Deutschland, deswegen kommen die meisten auch immer nach Deutschland, habe ich das Gefühl. Weil es hier halt so eine Regelung gibt, die sehr, sehr gut ist und darüber, das weiß ich zu schätzen, weil wenn ich mir jetzt denke, dass ich kein Geld hätte oder meine Eltern und wir auf der Straße sein müssten, müssten wir ja nicht, weil es gibt dann solche Sachen wie, du bekommst alles, bekommst eine Wohnung finanziert, sagen wir mal, wir sind jetzt vier Leute, ich, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, dann wird eine Wohnung so besorgt von der Stadt, so, dass vier Leute halt passen und so alles,
nicht das perfekteste, aber hallo, Hauptsache eine Wohnung. Ich meine, ich habe kein Geld, das würde ich mir sonst nicht leisten können, ne? Und das sind halt solche Sachen. Ja, dann Arbeitsamt, kannst du hingehen, die helfen dir beim Job suchen und alles Mögliche und so weiter und so fort. Deswegen ist hier in Deutschland keiner arm. Wenn man kein Geld hat, wie gesagt, wird dir geholfen, einen Job zu suchen, dann hast du vielleicht nicht so viel Geld wie andere, aber du hast Geld. Und ja, ich gebe trotzdem immer Leuten auf der Straße Geld, weil ich einfach trotzdem ein Mensch bin, der viel Liebe mit sich bringt. Ich bin ein Typ, der sehr viel Liebe zeigt, das auch anderen Menschen gegenüber zeigt. Und vor allem, ich gebe auch schon Geld. Selbst es müssen ja nicht 1 Euro oder 2 oder 3 Euro sein. Es reicht, wenn es da 50 Cent sind, damit 50 Cent kann er sich jetzt hier ein Brezel kaufen. Oder was weiß ich was, als Beispiel. Oder 60, 70 Cent, wie viel auch immer. Ne? Und deswegen, auf jeden Fall, finde ich, kann man schon Geld geben. Also wenn man so ein Geier ist und nicht mehr 50 Cent gibt, man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Man weiß ja nicht, vielleicht ist er im Kopf krank, aber auch da kann man sich Hilfe suchen. Aber ich selber gebe trotzdem immer Geld, weil wenn ich dann diese 2-3 Hunde immer sehe und also wenn ich Hunde sehe, dann geht's gar nicht. Dann muss ich sowieso immer mehr Geld geben, weil da fühle ich einfach immer mit. Ich weiß nicht, ob er am Ende dann fürs Hund Essen kauft, also was zu fressen oder eher nicht. Tja, das wissen wir leider alle nicht. Aber ich sage trotzdem jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, diskutiert auch gerne miteinander. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Hey meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo und nicht vergessen die Glocke einschalten. Und ansonsten ja Instagram, RoniGaming02. Vielen Dank, haut rein und ciao.